Man hörte eine Lebensmittelvergiftung. Ja, jetzt müssen wir mal auf den Hünen aus Kirlach schauen, auf Andreas Hofmann, den Nordbadener, der hier in dieser Gruppe B nach vielen Verletzungssorgen die 83 Meter knacken will. Er ist froh, überhaupt dabei zu sein. Ihm fehlen viele Trainingswürfe. Sein erster Versuch. Und er fliegt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist bemerkenswert, umso bemerkenswerter, als er eine lange, lange Leidenszeit hinter sich hat mit unzähligen Verletzungen. Ich erspare es Ihnen jetzt hier in der Kürze, was da war, aber eigentlich dürfte er gar nicht hier sein. Ihm fehlen 2.000 bis 3.000 Trainingswürfe, hat er gesagt. Und da schleudert er den 800-Gramm-Speer auf 86,14 Meter. Das ist ein Zentimeter weiter als seine persönliche Bestleistung. Das war die Siegesweite bei den Team-Europameisterschaften in Braunschweig im letzten Jahr. Er ist der Beste aller Speerwerfer aus beiden Gruppen. 1,5 Meter besser als der Nächste. Und jetzt wollen wir natürlich auch hoffen, dass Johannes Vetter, der Mann aus Dresden, der jetzt im Saarland, nein, im Nordbaden lebt, trainiert, es auch schafft. Dritter Versuch. Er muss über die 80 kommen. Er muss drüber kommen. Und er schafft's. 80, 86 hat sich in diesem Jahr ja auch durch die Arbeit mit Boris Obergföll extrem verbessert, das Bewegungstalent. Sicherlich hat er noch viele Reserven, ist noch jung. 80, 86 im dritten Versuch, es reicht. Er ist gerade mal in der Addition beider Gruppen 12. und damit ist er im Finale. Das bedeutet drei Deutsche weiter, nämlich Thomas Röhler auch noch. Und leider als einziger hat es Lars Hamann nicht geschafft, als 16. mit 79. 56. Aber drei von vier deutschen Speerwerfern werden wir übermorgen im Finale sehen.